Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. In der letzten Folge haben wir ja Reggie den Arsch gerettet und er hatte ja Flugstunden genommen. Sozusagen. Und ich begebe mich jetzt hier mal runter und gehe dem Ganzen hier mal auf den Grund. Heaven's Hellfire. Na gut. Hey, Dad. Eugene, danke für deine Hilfe. Ich habe das Conduit-Versteck entdeckt und gehe jetzt rein. Keine gute Idee. Quatsch, der Typ ist ein Conduit und kämpft nicht mal selbst. Wie schwer kann das sein? Nein, nein, im Ernst, geh da nicht rein. Gut, ich melde mich, wenn's vorbei ist. Okay, es wird Zeit für ein paar neue Tricks. Okay, wir werden also die Engel gemacht. Hallo? Gemacht. Jemand zu Hause? Ja, wie war das hier nochmal? Ach ja, ihr müsst immer an die Monitore daran. Ich war jetzt in der Nähe, aber... Wow, 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 okay. Da ist er ja. Okay, größer als erhofft. Ich bin der, der hier wohnt. Wow. Und du bist in mein Reich eingedrungen. Niemand dringt hier in dein Quark Reich hier. Ein, okay? Nein, hier dringt doch keiner in dein Reich nur ein. Etwas von deinen Kräften. Ich guck mir nur mal um. Verpasst hier ordentlich ein paar Schüsse. Verdammt! Ich muss da wieder rein! Ja, vorher hätte ich aber nochmal Rauchkraft gerne, aber es gibt es hier bestimmt nicht mehr. Ja, wie gesagt, hat ein bisschen was von dem Film Tron. Ich und meine Dinger immer, ja. Aber naja, weil hier die ganzen Computer rumstehen. Wer den Film Tron kennt. Woher wohl das Licht kommt? Da geht er auch nachher oder in diesen Spielautomaten. Nee, Quatsch, der Spielautomat öffnet sich und dahinter ist der Computer von dem Vater. Also in dem neuen Tron-Film jetzt. Okay, rein geht's da. Ich hab die Westen in deinem Keller gesehen. Was machst du mit den Leuten, die deine Engel entführen? Ich biete meinen Gästen Erlösung. Nein, leider. Guck dir doch keiner. Ja, also hier ist es auf jeden Fall ganz gut, immer in Bewegung zu bleiben. Und sich nach einer neuen Rauchquelle umzusehen. Also wie in meinem Fall hier eine Rauchquelle. So, dann verpassen wir den hier einfach noch mal ein paar. Nicht mehr so einfach ohne Lakai, der mit mir davonfliegt. Was? Es sei denn, du lässt die Plattform abstürzen. Ja, die lässt du jetzt auch abstürzen. Was? Ach ja, hier war ja so, dass die Plattform abstürzen. Ja, wie gesagt, ich kann mich ja nicht mehr in den Scheiß erinnern. Schon eine Weile her, wo ich's gespielt habe. Boah! Lava! Genau. Er ballert natürlich immer auf uns. Aber das stört mich jetzt nicht so dolle. Weil ihr könnt diesem Strahl eigentlich locker flockig ausweichen, wenn er es immer gut timet mit dem Springen. Oder euch mal hintern. Der Sinn, mach hier keinen Käse. Oder hinter euch so einer Säule hier versteckt. Und mal, hier pumpe ich jetzt noch ein paar rein. Kriege hier noch ein paar Schüsse ab. Und dann hau ich wieder ab. Wie gesagt, das ist hier so eine Säule. Das geht auch. Hält aber nicht allzu lange, sage ich euch gleich. Von daher, ich habe keine Rauchkraft, nein! Verdammt! Was mache ich denn hier? Ja, ich muss ja natürlich nur mit der Rauchkraft ein wenig hantieren, weil die Neonkraft natürlich nicht so weit aufgetunt ist. Aber ich glaube, mir wird gleich nichts anderes überbleiben, als mir die Neonkraft holen zu müssen. Gehen wir aber hin. So, holen wir jetzt mal die Neonkraft. Und dann pumpen wir ihm damit noch ein paar rein. Ah ja, hier müssen wir ja gedrückt halten. Bei diesen Schüssen. Jetzt gehen die Plattformen hier wieder runter. So, mal gucken. Da hinten ist jetzt wieder was. Ich hätte trotzdem gerne die Rauchkraft. Wieder. Klar, ich kann ihm auch einer mit der Neonkraft jetzt nochmal verpassen. Kein Thema, aber... Wenn er mich mal lässt, ja. Naja, komm, zieh deine Show ab. Ich zieh meine ab. Boah, ja, Rauchkraft! Ich komme! Zu dir! So, zack. Krieg noch ein paar Raketen hier ab. Und das war's dann auch schon wieder. Da muss ich ja wieder hin und her tanzen. Und versuchen wir jetzt hier näher nochmal
zu klauen. Jetzt schießt er wieder auf mich. Ah, ich bin aber schneller wie du. Bam. So, jetzt habe ich nur eine verpasst. Und das heißt, jetzt müssen wir hier die kleinen Engel abballern. Lässt er wieder die Plattform abstürzen. Oder? Ja. Genau. Okay, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen hin und her eiern. Er wird nämlich versuchen, wieder auf uns zu ballern. Was mich aber eigentlich nicht stört. So, da hinten ist der Vogel. Ich hoffe, ich komme da jetzt so ohne weiteres. Das sollte ich sein lassen. Ja, die Neonkraft ist, wie gesagt, nicht so mein Fall. Ah gut, was soll's. Wollen wir mal schnell Neon ziehen. Dann pumpe ich ihn gleich nochmal damit noch zu. Hey, ich bin zuerst dran. Jetzt müsst ihr wieder die Engel wegballern. Oder ein paar davon, jemand. Oder war Rauchkraft. Glaube ich, ja. Hm. Naja. Boah! Das ist aber wieder mal knapp. Aber alles kein Problem. Es ist wieder nur Neon da hinten am Start. Was? Wie braucht doch Rauchkraft? Da hinten ist Rauchkraft, gut. Gehen wir da mal hin. Und ziehen uns mal schnell den Rauch. Der Junge ist natürlich gleich hier vorne. Wahrscheinlich soll man ein Porträtfoto von dem Kunden machen. Keine Ahnung. Na komm, Freundchen. Nein, Delsin, was machst du denn hier? Ja, ist natürlich jetzt so blöd, wenn er wirklich auf euch ballert und euch ein paar Mal hintereinander trifft und ihr habt jetzt keine Möglichkeit, euch hier wieder Energie zu ziehen. Dann kann das ziemlich schnell in die Hose gehen. Okay. Und direkt zurück ins Gefängnis. Eine Menge Westen, aber keine Westenträger. Was hat er mit ihnen gemacht? Okay, jetzt müssen wir mal da lang. Ich war gerade am Überlegen, ob ich noch schnell mal ein paar Scherben in die Neonkraft reinhaue, aber es geht auch so. Wir haben ja fast schon über die Hälfte. Naja, jetzt er hier. Irgendwo. Deine fliegenden Nannies können dich nicht ewig schützen, Kumpel. Fliegende Nannies, geil. Auf jeden Fall. Nein, du sollst doch nicht... Ah, jetzt bräuchte man natürlich irgendwie wieder eine Kraft. Sonst sind wir hier fast hin. Jetzt müsst ihr natürlich erst dafür sorgen, dass ihr die kleinen Engel da wegschießt. Sonst könnt ihr dann keinen Schaden zufügen. Im Endeffekt ist es nicht so schwer, also ein bisschen Erfahrung am Pet hat oder sowas, ist eigentlich mehr oder weniger nur ausweichen. So viel ist es gar nicht. Von daher, baller da wieder, weicht da wieder aus, ist eigentlich relativ simpel. Im Expert-Mode ist es auch nicht so der Burner, also finde ich jetzt auf jeden Fall. Na komm, na gut, dann machen wir es halt mit Neon, kein Thema. Blöd ist jetzt natürlich, dass er mich jetzt genau wieder im Visier hat. Und jetzt muss ich diesen Schuss wieder aufladen. Das ist immer was Blöde, wie ich finde. Ah, jetzt sind wir die Engel da. Ich mal gucken, ob wir jetzt gleich mal ein paar Engel da wegballern können von ihm. Glaube ich, jetzt ein paar getroffen. Achso, ich habe ja Neon. Das ist das Gute wieder an Neon. Kann ich hier schnell abhauen. Raus aus der Lava, Delsin, sofort! Jo, machen wir doch glatt. So, jetzt ballert er wieder auf uns. Versuchen wir jetzt mal schnell mal Rauchkraft zu ziehen. Ist ja meine Favorite-Kraft. So, da oben sind die Engel. Zwei von drei, glaube ich, hatte ich jetzt schon. Jetzt ballert er wieder mit seinem Strahl. So, wieder gucken, ob ihr hier ein paar Säulen in der Nähe habt. So, jetzt habt ihr wieder einen kleinen Augenblick Zeit, hier die Engel zu treffen, wie gesagt. So, jetzt ist sein Schutzschild auch dahin. Pumpt man ihm mal die letzten Raketen drin und noch ein paar so normale Schüsse, würde ich sagen. Jetzt fängt er wieder an, seine Session hier abzuziehen. Natürlich kein Thema für mich. Okay, ich mache mal eine große Runde, ne? Es geht auch so. Dann machen wir das doch noch mal mit Neon. Naja, komm. Genau. Am besten ihr wartet jetzt nochmal, bis er kurz schießt.
und holt euch danach erst diese Kraft. Weil er auch eine Weile braucht, um sozusagen seine Aktion wieder durchzuführen. Das finde ich auf jeden Fall. Komm schon. Bam. Genau. So, Rauchkraft hätten wir eigentlich auch nochmal, aber jetzt wisst ihr wahrscheinlich wieder die Plattform abstürzen, genau. Das heißt, wir begeben uns jetzt hier zum nächsten Teleporter. Ich nenne jetzt einfach mal Teleporter. So, jetzt sind wieder neue Plattformen. Da hinten ist auch wieder eine neue Rauchkraft. Jetzt ballert er wieder auf mich. Genau, genau. Auf jeden Fall. Ach, verdammt. Hier gehört ein Warnschild hin. Alter. Alter. Wie knapp war denn das, bitteschön, gerade? Okay, jetzt muss ich leider hier nochmal die große Runde fliegen. Ja. So, Freundchen. Jetzt sitze ich hier mal am längeren Hebel. Jetzt müsst ihr ihm nochmal hier die Dinger wegschießen. Das ist jetzt die letzte Phase von ihm. Ich glaube, hat er 5 Engel oder so. Jetzt ballert er wieder. Irgendwie war das so. Genau. Da klebt noch einer und da oben klebt noch einer. Komm. Ballern weg! Der Esel macht keinen Quark hier los. Oh, ich habe gar keine Kraft. Ich wundere mich hier schon. Oh, fast im Eimer. Oh, nein. Ich war so dicht dran. Na, ist egal. Ich bin schon bei der letzten Phase, glaube ich. Oder bei der Hälfte, wie auch immer. Mann, 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 ey. Der macht hier aber auch ein Dinger. Ja, aber wie gesagt, so schwer ist es denn nicht. Also wenn er ihn die Engel hier wegschießt, dann müsst ihr nur mal zusehen, dass er mal Land gewinnt und dann lüftet schon. So. Jetzt hat er zum Beispiel keine Engel mehr. Das ist natürlich jetzt das Blöde, dass ich jetzt wieder die Neonkraft habe, so aufladen muss. Deswegen mag ich die nicht. Gut. Weil ich nochmal Glück gehabt, dass ich hier diese Säule vor mir hatte. Lass mich nochmal gucken. Es lohnt sich auf jeden Fall auch immer mal, sich gleich umzugucken, wie sich die Plattformen verschieben. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Dann hätte ich jetzt den einen Fail auf jeden Fall nicht gehabt. Aber egal. Wir kriegen den ja hin. Kein Thema. So, jetzt holen wir uns nochmal die schöne Rauchkraft. Aber vorher müsst ihr nochmal kurz... Genau. Fang mich doch! Ups. Das war auch eine geile Methode gerade. So, jetzt hat er wieder die Engel dran, ne? Ah, das ist natürlich blöd. Ah, genau, so war das. Ich gebe euch mal einen Tipp. Ihr könnt hier die Engel am besten bei einem Typen auf der großen Plattform hier machen, weil der schießt immer im gleichen Rhythmus. Da müsst ihr einfach nur einmal rüberspringen und einmal unter durchlaufen, glaube ich. So war das eben. Komm, hau ab. Genau. So, jetzt ist er wieder verwundbar. Und pumpen wir mal ein paar Raketen zu. Willst du Action? Oh, oh, oh. Genau, gut. Können wir auch so machen. Na, Freundchen, dann fang mich doch. Dann muss ich mir jetzt wieder die Neonkraft holen. Auch egal. So, ich mache nochmal einen kurzen Break. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Immer noch mit dem Typen hier am Kämpfen. Ich hole mir jetzt nochmal die Neonkraft und dann pumpe ich ihm noch ein paar rein. So, jetzt gehen die Plattformen wieder runter, wie ich gesagt hatte. Guckt so schnell wie möglich, wo sind diese Teleporter hier. Und wo gehen die nächsten Plattformen hoch. So viel Energie hat er ja nicht mehr. Ah, da ist Neonkraft, sehe ich schon mal. Bin ich nicht ganz so vom begeistert, bin ich ganz ehrlich. Aber, naja, jetzt müsst ihr eben wieder die Engel wegpumpen. Am besten wieder auf die große Plattform hier. Das ist dann die letzte Phase, die er hat. Jetzt müssen wir nochmal die Engel treffen. Los! Bam! Ich glaube, wenn ihr die Engel wegschießt, unterbrecht dann somit auch kurzzeitig. Ich weiß gar nicht, also in seinen Aktionen meine ich. Irgendwas war da, oder? Oder? Ihn hat er noch am Start. Jetzt nicht mehr. So, jetzt pumpe ich dir noch ein paar rein hier, Junge.
Da drüben ist schon der Rauchkraft, wie ich sehe, da bin ich sehr von begeistert. Nein, 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 jetzt macht er wieder seine Dinger. Das ist natürlich jetzt wieder blöd gelaufen. Okay, aber egal. Kriegen wir hin. Muss ich da halt wieder hoch. Und dann gehe ich zur Rauchkraft. Wie war da drüben? Aber vorher warte ich hier nochmal. Versuche mich noch ein bisschen mal zu treffen. Jetzt macht er wieder seinen Strahl. Genau. Ich hole mir jetzt die Rauchkraft. Und dann verpasse ich noch ein paar, drei Raketen. Oder zwei. So, Plattform wieder runter. Wenn ich Glück habe, kann ich mir jetzt sogar nochmal näher anziehen. Bevor die Plattform... Oh, ja, wenn Delsin jemand hier so ein Parkour-Held wäre, wisst... Mensch, ey, das ist doch auch nicht wahr. So, da drüben ist der Vogel. Ich hole mir jetzt gleich mal die Rauchkraft. Komm, Delsin, mach keinen Käse hier. Rauch. So, jetzt müssen wir eben noch die Engel wegschießen, wie gesagt. Auf jeden Fall, ihr könnt ihn also wirklich so unterbrechen, wenn ihr ihm die Engel so wegschießt. Oh, komm rein, ihr Pilot. Das ist jetzt hier das volle Programm. Das fast volle Programm. Jetzt nochmal mit der Neonkraft probiere. Ach, lieber nicht. Die Plattform ist weg. Ich hole mir jetzt nochmal die Neonkraft schnell. Wenn hier mal was wäre. Wohl er nicht. Wow, wow! Was zieht er denn hier für Dinger ab? Ach komm. Die um Expert-Mode gerissen. Das ist ja ohne der König der Welt. So, jetzt haben wir nochmal unterbrochen. Jetzt können wir ihm die letzten Schüsse verpassen. Da ich leider keine Raketen habe, muss ich jetzt ihm Dauerfeuer geben. Was soll ich denn machen? Ich mach da wieder seinen scheiß Strahl. Komm, jo, kennen wir schon. Schieb's immer in denselben Film. Komm, der ist gleich hin. Ich bin auch gleich hin. Los, du oder ich. Komm, ein paar Dinger brauchst du nur noch. Das ist egal, ich hole mir jetzt nochmal eine neue Kraft. Auch okay, kein Ding. Und dann kriege ich jetzt die letzte Rakete ab. Sollte es das eigentlich gewesen sein. Jawoll! Ja, ich sag ja, ein Fail kommt selten allein. Aber diesmal schon. Das ist übrigens Eugene. In der Schule habe ich versucht, dazuzugehören. Im Hintergrund zu bleiben. Zu verschwinden. Aber die Schläger fanden mich trotzdem. Das tun sie immer. Der einzige Ort, an dem ich mich geborgen fühlte, war in Heaven's Hellfire. In diesem Spiel machte ich die Regeln. Ich konnte Engel beschwören, um die Opfer zu schützen. Und Dämonen, um die Schläger zu bestrafen. Aber die reale Welt, die konnte ich nicht kontrollieren. Zuerst habe ich sie einfach ignoriert. Bis zu diesem einen Tag, als sie es zu weit trieben. Als das DUP kam, sagten sie, sie würden mich zu einer neuen Schule bringen. Für Leute, die wie ich sind. Anders. 6 Jahre lang schlossen sie mich an ihre Maschinen an. Ließ sie mich beschwören und hörte immer auf, bevor sie mich retten konnten. Dann dieser Unfall. Das war meine Chance, um endlich völlig zu verschwinden. Wo mich niemand findet oder verletzt. Aber dann sah ich, wie sie mehr Leute zusammentrieben, die anders waren. Ich wusste, was sie ihnen antun würde und... Ich wusste, wir müssen sie aufhalten. Delson! Okay, das
Das nervt langsam. Das klang nach Ärger, also bin ich hergerannt. Ja, alles okay? Ja, alles klar. Danke, Mann. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich ja. Da wir gerade dabei sind, du wirst nicht glauben, was ich jetzt kann. Wenn ich erst einmal weiß, was ich überhaupt kann. Jedenfalls hast du einen Kidnapper aus dem Verkehr gezogen. Wow, oh, oh, Mann. Nicht Kidnapper. Er ist mehr wie ein Retter. Dudson, hör mal zu. Er hat verdächtige Conduits von der Straße geholt. Ja. Gegen ihren Willen. Das ist Kidnapping. Okay, lauf nicht weg. Erstmal danke, dass du Conduits gesagt hast. Und zweitens, warum bist du so ein Arsch? Na. Fein. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Aber wir wissen beide, dass es besser ist, wenn er im Käfig sitzt. Okay, Reggie ist zurück vom Chiropraktiker, wenn ich das mal so sagen darf, und stellt uns jetzt vor die Wahl. Aber wir sind ja der Gute und wir spielen den Weg des Helden. Also erlösen wir Eugene. Helfen Sie ihm dabei, seinen Mut zu finden, um gemeinsam hilflose Opfer zu retten. Machen wir doch glatt mal. Hey, warte mal eine Sekunde. Kann ich mal mit dir reden? Ich dachte, du bist auf der Seite des Rechts und würdest Leute nicht einfach ohne Prozess wegsperren. Hey, normalerweise wäre ich das auch. Ach so, das zählt also einfach nicht mehr, wann immer es dir gerade in den Kram passt, ist es das? Schnapp dir doch eine rote Perücke und einen Trenchcoat, dann nenne ich dich Augustine. Auf jeden Fall. Vielleicht nächstes Halloween. Cool, gut. Gameboy da drüben und ich werden uns mal unterhalten. Von Conduit zu Conduit. Keine Normalos erlaubt. Gut. Ich bin draußen. Wenn du mich brauchst, okay? Oh, und danke für deine Hilfe. Sonst hätte ich es nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich. Ich weiß. Also, was meinst du, Eugene? Du und ich, wir zwei Conduits ziehen los. Du zeigst mir ein paar von deinen neuen Videotricks. Und ich zeig dir, wie man bei Mädchen landet. Und wir retten ein paar unserer verfolgten Brüder. Ach, lieber nicht. Ich fühle mich hier einfach viel sicherer. Komm schon, Mann. Wenn du nur hier unten bleibst und Engel und Dämonen spielst, kriegst du nie eine ab. Hör zu, Mann. Es ist dein Leben. Aber auf uns wartet auch noch ein Leben draußen in der realen Welt. Es liegt an uns, das durchzusetzen. Denk mal darüber nach. Dann sehen wir weiter, okay? Ja, wir sind immer noch Karma-Stufe Streitherr. Kann ich ja auch nicht für. Ich gebe mir ja schon Mühe. Was soll ich machen? Soll ich hier noch Post austragen oder alten Frauen über der Straße helfen? Vielleicht gibt es dafür noch gute Karma-Punkte. Könnten wir ja mal probieren, aber... So, Heaven's Hellfire-Mission abgeschlossen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich diesmal auch. Ja. Schauen wir uns das neue Arsenal an. Ah ja. Ich glaube, jetzt kommt noch was. Nur den aber... Abzug drücken. Ach ja, stimmt ja. Das ist übrigens meine Favorite-Kraft, also die Videokraft finde ich echt am geilsten. Definitiv. Nein, so wird das nichts. Ich kann sie euch jetzt bloß noch nicht zeigen. Mache ich jetzt auch noch nicht, denn das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Hier, Schnecke, kannst du mal ein Foto machen? Oder was auch immer. Okay, gut. Brüderchen. Ich fahre hier nochmal kurz per Anhalt damit. Reggie, Mann, ich brauche dich. Meine ganzen Kräfte sind weg. Nichts Neues von Eugene und die alten Sachen funktionieren auch nicht. Was? Bleib, wo du bist. Ich komm hin. Nein, hier sind wir viel zu ungeschützt. Laut GPS ist ein paar Blocks von hier eine kleine Gasse. Verstanden. Wir treffen uns dort. Okay, dann machen wir eben jetzt. Was es genau mit der Videokraft auf sich hat und was ihr da alles machen könnt, zeige ich euch dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Aber dazu müsst ihr doch wieder einschalten. Wenn es wieder heißt, Let's Play. Bis denne.